Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie läuft alles? Guten Morgen, Michael. Die Dinge laufen gut. Ich arbeite an den Softwareanforderungen. Das ist schön zu hören. Haben Sie Fortschritte gemacht? Ja, ich habe die grundlegenden Anforderungen dargelegt. Aber ich benötige Ihr Feedback zu einigen Punkten. Natürlich helfe ich gerne weiter. Was willst du? Zunächst muss ich die Zielgruppe dieser Software kennen. Unsere Zielgruppe sind vor allem kleine Unternehmen. Ich verstehe, als nächstes benötige ich eine Klarstellung zum Budget für dieses Projekt. Wir haben ein Entwicklungsbudget von 100.000 US-Dollar. Perfekt. Lassen Sie uns nun den Zeitplan besprechen. Was ist unsere Frist? Innerhalb von 3 Monaten sollten wir einen funktionierenden Prototyp haben. 3 Monate. Okay. Ich werde meinen Plan entsprechend gestalten. Großartig. Kommen wir zu den Funktionen. Was sind die Must-Haves? Wir benötigen Benutzerauthentifizierung, Datenspeicherung und Berichtsfunktionen. Was ist mit Must-Haves? Es wäre schön, eine Integration mit Tools von Drittanbietern und einen mobilen Zugriff zu haben. Okay. Lasst uns zuerst das Wesentliche priorisieren. Annahme. Ich werde mit der Arbeit an den detaillierten Spezifikationen beginnen. Großartig. Wir sollten auch die Skalierbarkeit für zukünftiges Wachstum berücksichtigen. Ja. Wir werden die Architektur unter Berücksichtigung der Skalierbarkeit entwerfen. Gibt es noch etwas, das wir besprechen sollten? Ja. Wir sollten regelmäßige Fortschrittsbesprechungen abhalten, um den Überblick über unsere Meilensteine zu behalten. Gute Idee. Wie wäre es mit einem wöchentlichen Status-Update-Meeting? Wöchentlich hört sich gut an. Ich werde unser erstes Treffen für nächsten Montag planen. Es sieht aus wie ein Plan. Danke, Maria. Danke, Michael. Ich beginne mit dem Anforderungsdokument. Perfekt. Lassen Sie uns dieses Projekt zum Erfolg führen. Neues Gespräch. Hey, weißt du, wo die Schulbibliothek ist? Natürlich im 2. Stock des Hauptgebäudes. Vielen Dank. Ich muss einige Bücher zurückgeben. Kein Problem. Bist du neu hier? Ja, ich habe dieses Semester gerade erst angefangen. Mein Name ist übrigens Sarah. Schön, dich kennenzulernen. Sarah, Alex, wenn Sie Fragen zum Campus haben, können Sie diese gerne stellen. Danke, Alex. Ich kann dieses Angebot annehmen. Ich versuche immer noch, meinen Weg zu finden. Keine Sorge. Ich saß im selben Boot, als ich hierher kam. Du wirst verstehen. Neues Gespräch. Hallo, Miriam. Wie läuft dein Tag? Nicht schlecht. Danke, Michael. Und bei dir? Es war sehr beschäftigt, aber produktiv. Hatten Sie Gelegenheit, sich den Bericht anzusehen, den ich Ihnen geschickt habe? Ja. Habe ich. Ich habe ein paar Fragen zu Daten. Können wir das nach dem Mittagessen besprechen? Klar. Lasst uns das machen. Apropos Mittagessen. Was haben Sie heute vor? Ich habe Lust auf etwas Leichtes. Vielleicht einen Salat. Das sieht gesund aus. Ich kann ein Sandwich essen gehen. Haben Sie schon von dem neuen Feinkostladen gehört, der kürzlich eröffnet wurde? Ja, habe ich. Ich wollte es versuchen. Lass uns dahin gehen. Gute Idee. Um wie viel Uhr funktioniert es bei Ihnen? Wie wäre es mit 12 Uhr nachts?
Ist das für Sie geeignet? Perfekt. Es ist 12 Uhr. Wir treffen uns am Eingang. Hört sich gut an, bis dann. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für unser Projekttreffen? Ja, ich bin es. Lasst uns beginnen. Großartig. Sehen wir uns zunächst den Projektzeitplan an. Sicherlich. Ich denke, wir müssen klare Meilensteine setzen. Ich stimme zu. Wie wäre es, mit der Designphase zu beginnen? Hört sich gut an. Wer wird dafür verantwortlich sein? Ich denke, Sarah kann mit dem Design umgehen. Erfahren. Annahme. Was ist die Frist für die Entwurfsphase? Unser Ziel ist es, ab heute 2 Wochen zu erreichen. Das ist vernünftig. Als nächstes müssen wir die Software kodieren. Rechts. Ich werde mich um diesen Teil kümmern. Perfekt. Danach müssen wir es gründlich testen. Ja, Tests sind sehr wichtig. Ich werde die Testphase koordinieren. Guten Morgen, mein Baby. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den Code dokumentieren. Natürlich ist eine Dokumentation zum späteren Nachschlagen erforderlich. Wie sieht es mit dem Gesamtliefertermin des Projekts aus? Ich denke, wir können es in 2 Monaten fertigstellen. Das funktioniert bei mir. Wir sollten regelmäßige Statusbesprechungen abhalten. Annahme. Wie wäre es jeden Freitag um 10 Uhr? Das funktioniert bei mir. Gibt es noch etwas, das wir besprechen sollten? Wir sollten auch das Budget dieses Projekts berücksichtigen. Rechts. Achten wir auf unsere Ausgaben. Ich werde hierfür eine Budgettabelle erstellen. Danke, Maria. Du bist sehr organisiert. Es geht darum, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Etwas anderes? Mir fällt im Moment nichts anderes ein. Lassen wir uns nicht abkühlen. Definitiv. Danke, Michael, für das produktive Treffen. Danke, Maria. Einen schönen Tag noch. Du auch, Michael. Auf Wiedersehen. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Ich fühle mich ein wenig müde. Ich hatte einen langen Arbeitstag. Ich verstehe, manchmal kann es schwierig sein. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin hier, um zu arbeiten und mich besser zu fühlen. Das ist der Geist. Beginnen wir mit einigen Aufwärmübungen. Hört sich gut an. Womit sollen wir beginnen? Wir können mit etwas Dehnung beginnen. Erreichen Sie Ihre Zehen. So was? Ja, genau so. 10 Sekunden lang gedrückt halten. Okay. Das ist ein schönes Gefühl. Großartig. Jetzt machen wir ein paar Sprungbewegungen, um unsere Herzfrequenz zu erhöhen. Hampelmann, verstanden. 1, 2, 3, los. Wow, das ist schon ein Training. Es ist sicherlich. Kommen wir nun zum Laufband. Ich laufe nicht wirklich gern, aber okay. Wir müssen nicht schnell laufen. Nur ein leichtes Joggen zum Start. Okay, tun wir's. Wie wäre es mit 15 Minuten Laufen? Scheint beherrschbar. Lass uns gehen. Sie laufen 15 Minuten auf dem Laufband. Gute Arbeit, Michael. Das machst du toll. Danke, Maria. Mir geht es schon besser. Das ist die Magie des Trainings. Es steigert ihre Stimmung. Du hast recht. Ich sollte öfter ins Fitnessstudio gehen.
Es ist auf jeden Fall gut für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Ich werde daran denken. Danke für die Schulung, Mary. Gern geschehen, Michael. Bis zum nächsten Mal. Neues Gespräch. Hallo Miriam, wie geht es dir heute? Hallo Michael, mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Ich muss ein paar Dinge auf dem Markt kaufen. Klar. Was steht auf Ihrer Einkaufsliste? Ich brauche etwas Brot, Milch, Eier und eine Tüte Reis. Es sieht aus wie eine typische Einkaufsliste. Ich brauche auch Gemüse und Obst. Großartig. Wir können diese gemeinsam fangen. Wissen Sie, wo das Gemüse ist? Ja. Sie befinden sich in der Frischwarenabteilung hinten im Laden. Perfekt. Lass uns zuerst dorthin gehen. Es sieht aus wie ein Plan. Danach können wir die Früchte abholen und begutachten. Okay. Dann los. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie war Ihr Weg zur Arbeit? Es verlief ziemlich reibungslos, danke. Und bei dir? Gleicher Weg. Ich habe ausnahmsweise Platz im Zug. Gut zu hören. Gibt es wichtige Entwicklungen bezüglich des Projekts? Ja, wirklich. Greenway Corp. Er stimmte unserem Angebot zu. Das ist toll. Wann werden wir voraussichtlich damit beginnen? Nächste Woche wollen Sie loslegen. Nächste Woche? Das ist etwas früh. Haben Sie die notwendigen Details und Daten bereitgestellt? Ja. Ich habe eine E-Mail mit allen notwendigen Details erhalten und werde sie heute überprüfen. Okay. Stellen Sie sicher, dass wir alle Ihre Anforderungen vollständig verstehen, damit wir richtig planen können. Natürlich, Jane. Ich werde die E-Mail sorgfältig durchgehen. Guten Morgen, mein Baby. Wie ist Smiths Projekt? Irgendein Fortschritt? Smiths Projekt kommt gut voran. Ihnen gefällt unser Designkonzept und Sie sind bereit für die Entwicklung. Wunderbar. Informieren Sie mich über beide Projekte. Definitiv. Neues Gespräch. Hallo Miriam. Wie geht es dir? Hallo Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Nicht schlecht. Danke der Nachfrage. Sind Sie mit der Arbeit beschäftigt? Oh ja. Es war in letzter Zeit ziemlich hektisch. Wie läuft Ihr Geschäft? Er war zu beschäftigt. Das neue Projekt nimmt viel Zeit in Anspruch. Ich hatte davon gehört. Geht es gut? Es ist schwierig. Aber wir machen Fortschritte. Wie geht's deiner Familie? Gut, danke. Meine Tochter hat gerade mit dem College begonnen. Die Zeit vergeht wie im Flug, oder? Mein Sohn ist auch im College. Wirklich? Wie hat es dir gefallen? Es scheint ihm Spaß zu machen, neue Freunde zu finden und so. Das ist schön zu hören. Lasst uns unsere Getränke bestellen, ja? Auf jeden Fall brauche ich jetzt ein schönes Getränk. Was wird es für dich sein, Michael? Ich nehme bitte einen Whisky. Ich gehe mit einem Glas Weißwein. Prost. Prost. Mary. Hier zum Austauschen und Entspannen. Neues Gespräch. Hallo Miriam. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut. Haben Sie alles gefunden, was Sie gesucht haben? Ja, habe ich. Jetzt brauche ich etwas Gemüse. Dann lasst uns zum Gemüseregal gehen. Welches Gemüse brauchen Sie? Ich brauche ein paar Karotten,
Brokkoli und Paprika. Tolle Auswahl. Heute sind Karotten im Angebot. Perfekt. Dann nehme ich ein paar. Brauchen Sie noch etwas aus diesem Flur? Nein. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Okay. Gehen wir weiter zum nächsten Korridor. Wir brauchen etwas Pasta und Soße. Hört sich gut an. Ich bevorzuge Vollkornnudeln. In Ordnung, und du? Ich mag auch Vollkornnudeln. Gesünder. Definitiv. Und es schmeckt genauso gut. Dies ist die Pasta-Sektion. Welche Soße möchtest du? Ich nehme Tomatensoße. Das ist ein Klassiker. Ich werde auch ein Glas Tomatensoße haben. Brauchen wir sonst noch etwas? Zu den Nudeln reicht etwas Käse. Gehen wir für Käse in die Milchabteilung. Möchten Sie es gerieben oder in Scheiben schneiden? Bitte geriebenen Käse. Es lässt sich leichter darüber streuen. Wir haben alles auf unserer Liste. Möchten Sie es jetzt überprüfen? Ja. Lass uns zur Kasse gehen. Haben Sie Ihre wiederverwendbaren Taschen mitgebracht? Sicherlich. Ich versuche, Plastikmüll zu reduzieren. Das ist toll. Bezahlen wir unser Essen und gehen nach Hause. Annahme. Danke, Michael, dass du mir heute beim Einkaufen geholfen hast. Neues Gespräch. Hey, was hast du in diesen Sommerferien vor? Ich habe meinen Urlaub noch nicht geplant. Was machst du? Ich denke darüber nach, zur Sommerschule zu gehen. Wirklich? Welchen Kurs planen Sie zu belegen? Ich muss hier eine Englischstunde nehmen. Ich muss meine Sprache verbessern. Großartig. Ich möchte auch etwas lernen. Auf welchem Niveau bist du? Ich befinde mich derzeit auf dem A2-Niveau. Welchen Kurs sollte ich Ihrer Meinung nach belegen? Ein Sprachkurs für das A2-Niveau kann eine gute Option sein. Sie können das Sprechen üben und neue Leute kennenlernen. Gute Idee. Können Sie eine Sprachschule empfehlen? Sicherlich gibt es hier mehrere gute Sprachschulen. Ich kann Ihnen einige Vorschläge machen. Dankeschön. Und was haben Sie nach dem Abschluss vor? Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich möchte beruflich vorankommen. Vielleicht mache ich meinen Abschluss. Einen Masterabschluss zu machen ist eine tolle Idee. In welchem Bereich möchten Sie sich weiterentwickeln? Ich habe vor, mich auf einen Bereich wie Unternehmensführung oder Marketing zu konzentrieren. Viel Glück! Und schließlich, in welcher Stadt werden Sie diesen Sommer sein? Ich lebe derzeit in Boston und werde hier meine Sommerferien verbringen. In Boston kann man eine tolle Zeit verbringen. Ich denke auch über ein paar Urlaubsorte nach. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Urlaubspläne schmieden. Vielleicht können wir gemeinsam etwas unternehmen. Neues Gespräch. Hallo John. Endlich habe ich mit dem College angefangen. Wirklich? Großartig. Welchen Abschnitt studieren Sie? Ich studiere Betriebswirtschaft. Ich bin sehr aufgeregt. Glückwunsch. Das Geschäft ist eine gute Wahl. Wie läuft der Unterricht? Bisher ist alles in Ordnung. Der Unterricht im ersten Semester war recht einfach. Schön zu hören. Welche Kurse nimmst du? Im ersten Semester belege ich Einführungskurse in Computermathematik, Mikroökonomie und Betriebswirtschaftslehre. Magst du Businesskurse? Ja, Businesskurse gehören zu meinen Favoriten. Der Marketingkurs ist sehr interessant. Ich habe auch BWL studiert und Marketing war mein Favorit.
Welche weiteren Kurse werden Sie belegen? Im zweiten Semester werde ich Kurse wie Finanzen, Management, Wirtschaftsethik wählen. Der Klang ist großartig. Du scheinst das College-Leben zu mögen. Ja, das ist wirklich so. Außerdem habe ich neue Freunde gefunden und es macht auch Spaß, den Campus zu erkunden. Großartig! Genießen Sie Ihre College-Erfahrung und viel Glück. Danke, John. Und wie geht es dir? Ich arbeite immer noch, denke aber darüber nach, in Zukunft ein Masterstudium zu machen. Ein Masterabschluss kann eine gute Idee sein. Was machst du? Ich denke darüber nach, einen Master in Pädagogik zu machen. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht's? Hallo Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Sind Sie mit der Party zufrieden? Ja. Tolles Treffen. Hast du jemanden Interessantes kennengelernt? Noch nicht. Aber ich bin gerade erst angekommen. Ich hoffe, heute Abend neue Freunde zu finden. Das ist der Geist. Was machst du in letzter Zeit? Ich arbeite hart, versuche aber auch zu reisen, wann immer ich kann. Du? Ich war auch beruflich beschäftigt, habe aber vor kurzem ein neues Hobby angefangen. Malen. Tisch. Das ist toll. Welche Art von Kunst erschaffst du? Ich mache hauptsächlich Landschafts- und abstrakte Arbeiten. So entspannend. Ich würde gerne irgendwann einige Ihrer Arbeiten sehen. Klar. Ich zeige euch ein paar Bilder von meinem Handy. Danke. Ich freue mich darauf. Übrigens, haben Sie das Essen hier probiert? Lecker. Noch nicht. Aber ich habe gehört, dass die Tacos großartig sind. Diese. Lass uns später zusammen etwas trinken. Es sieht aus wie ein Plan. Kommen Sie oft zu diesen Partys? Ab und zu. Eine schöne Möglichkeit, sich zu entspannen und Kontakte zu knüpfen. Ich stimme zu. Es ist immer interessant, neue Leute kennenzulernen. Definitiv. Kennen Sie unsere Gastgeberin Sarah? Sie ist schön. Ich habe dieses Vergnügen noch nicht erlebt, aber ich werde auf jeden Fall Hallo sagen. Sie sind ihr Eigentum. Sehr gastfreundlich. Was gefällt dir auf solchen Partys am besten? Ich liebe die Musik und die Möglichkeit, mit meinen Freunden zu tanzen. Tanzen ist nicht wirklich mein Ding, aber ich werde es versuchen. Das ist der Geist. Hab einfach Spaß. Wird machen. Also, welche Art von Musik stehst du? Ich mag von allem ein bisschen, aber ich liebe Indie-Rock und Pop. Schön. Habt ihr Lieblingsbands oder Künstler? Ich bin ein großer Fan von Arctic Monkeys und Florence plus The Machine. Tolle Auswahl. Ich mag auch ihre Musik. Wir müssen tanzen, während wir einige ihrer Lieder spielen. Zustimmen. Haben Sie bevorstehende Reisepläne? Im Moment nicht, aber ich denke darüber nach, nächstes Jahr eine Reise nach Europa zu machen. Europa ist unglaublich. Wohin willst du gehen? Italien und Frankreich stehen ganz oben auf meiner Liste. In Ordnung und du? Ich würde gerne Japan besuchen. Die Kultur dort fasziniert mich. Japan klingt unglaublich. Ich hoffe, dass du eines Tages gehst. Danke, Maria. Was ist bisher Ihr Lieblingsreiseziel? Ich habe mich in Griechenland verliebt, als ich letzten Sommer dort war. Griechenland ist unglaublich, besonders die Inseln. Ja,
Santorini war ein wahr gewordener Traum. Glück gehabt. Ich habe deine Fotos gesehen und es sieht atemberaubend aus. Das sollten Sie bei Ihrem nächsten Abenteuer berücksichtigen. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Danke für den Rat. Kein Problem. Immer. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Katze namens Mustache. Er ist ziemlich frech. Katzen können so sein. Ich habe einen Hund namens Maximal. Hunde sind sehr treu und liebevoll. Diese Max ist für mich wie eine Familie. Das ist toll. Haustiere machen unserem Leben so viel Freude. Es ist sicherlich in Ordnung. Und du? Magst du Tiere? Ja, aber ich bin eher ein Katzenmensch. Katzen haben einen einzigartigen Reiz. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und eine ältere Schwester. Du? Ich habe zwei Schwestern, beide älter als ich. Große Familientreffen sollen Spaß machen. Vor allem in den Ferien. Apropos Feiertage, haben Sie Pläne für Weihnachten? Ich werde wahrscheinlich meine Familie besuchen und Geschenke austauschen. Du? Ich werde dasselbe tun. Es ist eine besondere Zeit des Jahres. Ist es wirklich? Die Dekorationen und die festliche Stimmung sind wunderbar. Annahme. Haben Sie Feiertagstraditionen? Wir backen immer gemeinsam Kekse und schauen uns Weihnachtsfilme an. Es klingt bequem und macht Spaß. Ich mag die Idee der Tradition. Dadurch fühlen sich die Feiertage noch spezieller an. Sind Sie schon einmal in den Ferien verreist? Ich war einmal über Silvester in New York. Es war magisch. Der Times Square muss an Silvester wunderschön gewesen sein. Es war voll, aber die Energie war Elektrizität. Ich würde es gerne eines Tages erleben. Sie sind Ihr Eigentum. Eine Erfahrung, die einer To-Do-Liste würdig ist. Ich werde das bei meinen Zukunftsplänen im Hinterkopf behalten. Danke, Maria. Gern geschehen also. Was machst du beruflich, Michael? Ich arbeite in der Marketingabteilung eines Technologieunternehmens. Rasant, aber spannend. Marketing kann herausfordernd, aber lohnend sein. Eigentlich hält mich das auf Trab. Was ist mit dir? Ich bin Grafikdesigner bei einer Werbeagentur. Das sieht nach einem kreativen und dynamischen Job aus. Ich liebe es, Ideen durch Design zum Leben zu erwecken. Ich bewundere Menschen, die das können. Es erfordert Talent. Danke, Michael. Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am besten? Ich liebe Brainstorming-Sitzungen und die Möglichkeit, innovativ zu sein. Innovation ist im heutigen wettbewerbsintensiven Markt von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Das ist es, was uns an der Spitze hält. Haben Sie Hobbys außerhalb der Arbeit? Ich gehe gerne spazieren und fotografiere. In Ordnung, und du? Neben dem Malen liebe ich auch das Lesen von Büchern und das Spazierengehen. Wandern scheint ein gemeinsames Interesse zu sein. Irgendwann sollten wir zusammen gehen. Klingt nach einer tollen Idee, Michael. Dann ist es ein Date. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Der große Gatsby, von F. Scott Fitzgerald. In Ordnung, und du? Ich bin ein Science-Fiction-Fan, daher liebe ich Frank Herberts Dune. Das sind die Klassiker. Ich muss mir Dune mal ansehen. Eine tolle Lektüre. Lassen Sie mich wissen, was Sie denken, wenn Sie dies tun. Wird machen.
Sind Sie ein Morgenmensch oder eine Nachteule? Auf jeden Fall eine Nachteule. Ich mache meinen besten Job spät in der Nacht. Ich bin das Gegenteil. Der Morgen ist meine produktivste Zeit. Es ist interessant, wie unterschiedlich unser Energieniveau sein kann. Ja, genau so. Es macht die Welt vielfältig und spannend. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Was das Leben interessant macht, ist Vielfalt. Sehr richtig. Das macht solche Gespräche angenehm. Definitiv. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Ich bin Michael. Es war eine Freude, mit Ihnen zu plaudern. Ebenso Maria. Lasst uns den Rest der Party genießen. Es sieht aus wie ein Plan. Lasst uns die Tacos holen. Tacos sind. Zeig den Weg, Mary. Folge mir in den Taco-Himmel, Michael. Ich stehe hinter dir. Ich bin bereit für etwas Geschmack. Eine Party organisieren. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut. Danke, Michael. Und du? Nicht schlecht. Danke. Waren Sie in letzter Zeit beschäftigt? Ja. Die Arbeit beschäftigt mich. In Ordnung, und du? Auch hier gibt es viel zu tun. Sollen wir einen Kaffee trinken? Klar. Das hört sich toll an. Bevorzugen Sie schwarz oder Creme? Schwarz, bitte. Und vielleicht sogar ein Gebäck. Ich esse einen Latte Macchiato mit einem Croissant. Wie läuft das Projekt? Es geht nur langsam voran, aber wir sind am Ziel. Gibt es bei Ihnen Probleme? Keine größeren Probleme, nur kleinere Störungen. Das bekommen wir schon hin. Gut zu hören. Was gibt es Neues in Ihrer Abteilung? Wir starten nächste Woche eine neue Kampagne. Aufregende Zeiten. Das klingt interessant. Darauf werde ich achten. Wie geht es deiner Familie, Michael? Gut, danke fürs Fragen. Und bei dir? Allen geht es gut, danke. Planen Sie diese Reise immer noch? Ja, aber vorerst ausstehend. Arbeit, weißt du? Ich verstehe, wir werden aber bald nachholen. Auf jeden Fall, Maria. Lasst uns heute unseren Kaffee genießen. Ich akzeptiere Michael. Es ist immer schön, mit Ihnen zu plaudern. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Ich bin auch gut. Sind Sie bereit für das Treffen? Ja. Ich habe die Präsentation vorbereitet. Großartig. Dann fangen wir an. Lassen Sie uns zunächst die Projektziele überprüfen. Sicher, gehen Sie vor. Unser Hauptziel ist die Verbesserung der Benutzererfahrung. Das ist wichtig. Wie können wir das machen? Wir können die Benutzeroberfläche vereinfachen. Gute Idee. Was sonst? Wir sollten auch Fehlerprobleme beheben. Annahme. Steht noch etwas auf der Tagesordnung? Ja. Wir müssen den Zeitplan besprechen. Lassen Sie uns genaue Termine festlegen. Wie wäre es, wenn Sie es bis zum nächsten Monat fertigstellen würden? Klingt vernünftig. Lasst uns das anstreben. Wir müssen auch Ressourcen bereitstellen. Es stimmt. Wir werden mehr Entwickler brauchen. Ich werde mit der Rekrutierung neuer Teammitglieder beginnen. Danke, Maria. Sie sind immer sehr proaktiv. Teamwork ist sehr wichtig für den Erfolg. Wir sind auf jeden Fall ein tolles Team. Sollen wir jetzt über den Haushalt reden? Ja. Lassen Sie uns diesem Projekt Ressourcen zuweisen.
Ich erstelle einen detaillierten Budgetvorschlag. Stellen Sie sicher, dass es erschwinglich ist. Ich werde daran denken. Haben Sie die technischen Aspekte berücksichtigt? Ja. Wir müssen unsere Server aktualisieren. Lassen Sie uns die IT einbeziehen. Ich werde Sie nach dem Treffen kontaktieren. Danke, Maria. Haben Sie noch etwas anderes im Sinn? Wir sollten auch Funktionen priorisieren. Welche sind die kritischsten? Benutzerregistrierung und Datensicherheit. Diese sind tatsächlich sehr wichtig. Gibt es etwas, das Sie hinzufügen möchten? Konzentrieren wir uns auf ein mobilfreundliches Design. Ich verstehe. Wir machen es sensibel. Wie wäre es mit der Vermarktung des Produkts? Wir können das später besprechen. Guter Punkt. Bleiben wir beim Plan. Ich werde eine Projektzeitleiste erstellen. Fügen Sie Meilensteine und Aufgaben hinzu. Es wird uns helfen, organisiert zu bleiben. Wie hoch ist unser geschätztes Budget? Ich werde nach unserem Plan rechnen. Halten Sie es in einem angemessenen Bereich? Natürlich wollen wir nicht zu viel ausgeben. Was ist mit unseren Konkurrenten? Wir müssen ihre Strategie analysieren. Ich werde jemanden damit beauftragen. Ausgezeichnet. Das bringt uns auf die Idee. Lassen Sie uns eine Checkliste für das Team erstellen. Ich werde eines erstellen und es teilen. Kommunikation ist hier wichtig. Ich werde dafür sorgen, dass alle auf dem Laufenden bleiben. Dies ist entscheidend für den Erfolg des Projekts. Dann sind wir auf derselben Seite. Betrachten wir auch die Risiken. Ich werde mögliche Schwierigkeiten identifizieren. Wir müssen einen Backup-Plan haben. Ich stimme zu. Wir werden gut vorbereitet sein. Zeitmanagement ist unerlässlich. Ich werde dies dem Team mitteilen. Wie ist das Kundenfeedback? Wir müssen regelmäßig sammeln. Es hilft uns, Verbesserungen vorzunehmen. Unser Ziel ist die Kundenzufriedenheit. Lassen Sie uns außerdem regelmäßige Treffen abhalten. Wöchentliche Updates hören sich gut an? Ja, das ist eine gute Frequenz. Ich werde sie entsprechend programmieren. Irgendwelche anderen Bedenken, Mary? Wir müssen den Datenschutz gewährleisten. Lasst uns auf jeden Fall Prioritäten setzen. Compliance ist ein Muss. Wir werden alle Regeln befolgen. Unser Rechtsteam kann Ihnen dabei helfen. Nehmen wir Sie gleich mit auf. Ich werde Sie nach dem Treffen informieren. Vielen Dank, dass Sie sich darum gekümmert haben. Es ist alles Teil des Jobs. Du machst einen guten Job. Danke, Michael. Teamarbeit. Teamwork lässt Träume wahr werden. Wir werden dieses Projekt zum Erfolg führen. Gemeinsam können wir alles erreichen. Lass uns unser Bestes geben, Michael. Ich bin völlig anwesend, Mary. Lass uns das machen. Das ist der Geist. Lass uns arbeiten. Es ist Zeit, unsere Pläne in die Realität umzusetzen. Ich werde das Sitzungsprotokoll senden. Großartig. Es wird allen helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Noch etwas, bevor ich fertig bin? Nein, ich glaube, wir haben Ihnen alles erzählt. Okay. Dann verschieben wir das Treffen. Danke für deinen Einsatz, Mary. Und danke, Michael. Einen schönen Tag noch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut.
Hattest du ein gutes Wochenende? Ja, habe ich. Ich bin auf dem Land spazieren gegangen. Es war sehr schön. Klingt gut. Ich habe mich zu Hause etwas ausgeruht. Was isst du heute zu Mittag? Ich glaube, ich esse einen Hühnersalat. Das ist mein Favorit. Das ist eine gute Wahl. Ich kann heute Pasta essen gehen. Oh, die Pasta ist auch köstlich. Haben Sie von dem bevorstehenden Treffen gehört? Ja, habe ich. Es ist für Donnerstag geplant, oder? Das ist wahr. Zuvor müssen wir die Präsentation vorbereiten. Ich habe bereits mit der Arbeit daran begonnen. Ich schicke dir später mein eigenes Stück. Danke, Michael. Treffen wir uns nach dem Mittagessen, um dies weiter zu besprechen. Es sieht aus wie ein Plan. Bis dann, Mary. Wir sehen uns nach dem Mittagessen, Michael. Neues Gespräch. Guten Morgen, John. Wie war dein Wochenende? Guten Morgen, Mary. Es war wirklich wunderschön. Ich habe Zeit mit meiner Familie verbracht. Ist es deins? Oh, das ist sehr schön. Ich hatte ein arbeitsreiches Wochenende und hatte so viel zu erledigen. Natürlich kann das Leben manchmal ziemlich hektisch sein. Hatten Sie Gelegenheit, sich den Bericht anzusehen, den ich Ihnen letzte Woche geschickt habe? Ja, Maria. Eigentlich wollte ich das mit Ihnen besprechen. Oh toll! Ich würde gerne ein Feedback bekommen. Ihre Analyse war natürlich beeindruckend, bedarf aber einiger Feinabstimmungen. Welcher Teil ist Ihrer Meinung nach verbesserungswürdig? Abschnitt: Finanzprognosen. Möglicherweise möchten Sie Marktschwankungen berücksichtigen. Das macht Sinn. Ich werde daran arbeiten. Darüber hinaus können grafische Darstellungen zum besseren Verständnis verbessert werden. Ich freue mich über Ihr ehrliches Feedback. Haben Sie weitere Vorschläge? Das sollte es vorerst sein. Wie laufen Ihre anderen Projekte? Ziemlich gut. Ich werde den Kunden heute Nachmittag treffen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anforderungen erfüllen. Ja, ich habe sie aufgelistet. Danke für die Erinnerung. Kein Problem. Wie wäre es mit einer Kaffeepause? Es wäre toll. Hast du jetzt Zeit? Ja. Lass uns in den Pausenraum gehen. Ich brauchte diese Pause. Stundenlanges Arbeiten kann ermüdend sein. Das kann ich nachvollziehen. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Geist eine Weile ruhen lassen. Ich stimme voll und ganz zu. Weißt du? Ich denke darüber nach, mit Yoga zu beginnen. Das ist eine gute Idee. Yoga ist eine großartige Übung zur Entspannung. Ja, das habe ich gehört. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe bei der Anmeldung zu den Kursen benötigen. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wie wäre es mit einer Rückkehr zur Arbeit? Klar. Lasst uns die heutigen Quests beenden. Ich stimme zu. Wir sehen uns in einer Stunde bei der Teambesprechung. Ja, wir sehen uns dort. Mach weiter so, Maria. Danke, John. Du auch. Danke. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie fühlen Sie sich? Hallo, Michael. Ehrlich gesagt bin ich etwas nervös. Mach dir keine Sorgen, Mary. Die Ärzte hier sind sehr gut. Wie sieht das Problem aus? Ich habe seit 2 Tagen Kopfschmerzen und es wird immer schlimmer. Das hört sich nicht sehr gut an. Haben Sie noch keinen Arzt aufgesucht? Ja,
Heute Morgen hat Dr. Ich habe Smith gesehen. Er sagte, ich bräuchte vielleicht ein paar Tests. Ich hoffe jedenfalls, dass es nichts Ernstes ist, kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Danke, Michael. Es ist beruhigend, dich hier zu haben. Gern geschehen, Mary. Wir sind Freunde und Freunde unterstützen uns gegenseitig. Neues Gespräch. Hallo Miriam, wie geht es dir? Hallo Michael, nicht schlecht, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. Welche Kurse belegen Sie dieses Semester? Ich belege Englisch 101 und Deutsch 203. In Ordnung und du? Ich bin in Mathematik 105 und Chemie 201. Sind Sie mit dem Unterricht zufrieden? Englisch ist großartig, aber Geschichte ist etwas langweilig. In Ordnung und du? Mathe ist schwer, aber Chemie ist interessant. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich, nur eine kleine Studie. In Ordnung und du? Ich denke darüber nach, mit einigen meiner Freunde ins Kino zu gehen. Möchtest du uns beitreten? Danke für die Einladung, aber ich muss eine Aufgabe erledigen. Vielleicht ein anderes Mal. Es ist okay. Vielleicht nächstes Wochenende dann. Was magen Sie tun gerne während Ihrer Freizeit? Ich liebe es, Bücher zu lesen und spazieren zu gehen. In Ordnung und du? Ich liebe es, Videospiele zu spielen und Sportveranstaltungen zu schauen. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen jüngeren Bruder. Er ist in der Highschool. In Ordnung und du? Ich habe eine ältere Schwester, die als Krankenschwester arbeitet. Leben Sie gerne auf dem Campus? Praktisch, aber manchmal laut. In Ordnung und du? Ich wohne in einer Wohnung außerhalb des Campus. Leiser, aber ich muss pendeln. Was ist Ihre Branche? Ich studiere englische Literatur. In Ordnung und du? Ich studiere Ingenieurwesen. Schwierig, aber interessant. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Ich liebe To Kill a Mockingbird. In Ordnung und du? Ich bin ein Fan von The Great Gatsby. Sind Sie ins Ausland gereist? Nein, noch nicht. Ich hoffe, nach dem Abschluss reisen zu können. Waren Sie schon einmal im Ausland? Ja, ich habe eine Zeit lang in Europa studiert. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Katze namens Mustache. Magst du Tiere? Ja, ich habe einen Hund namens Buddy. Haustiere sind tolle Begleiter. Kochst du gerne? Ich bin nicht sehr gut darin, aber ich versuche es. In Ordnung und du? Ich kann tolle Spaghetti machen. Möchten Sie einmal gemeinsam zu Abend essen? Klingt natürlich lustig. Lasst uns planen. Neues Gespräch. Oh, hallo Maria. Wie geht es dir? Hallo Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Ich war in letzter Zeit mit der Arbeit beschäftigt. Ich kann raten. Was kaufen Sie heute ein? Nur etwas essen. Ich brauche Milch und Brot. Gleicher Weg. Ich brauche auch Eier und Gemüse. Lasst uns gemeinsam ein Auto kaufen und einkaufen. Tolle Idee, Michael. Bevorzugen Sie Weißbrot oder Vollkornbrot? Ich mag Vollkorn. Gesünder. Du hast recht. Ich nehme auch Vollkorn. Brauchen Sie Obst? Ja, bitte ein paar Äpfel und Bananen. Ich nehme Orangen und Weintrauben. Wie wäre es mit ein paar Snacks? Vielleicht eine Tüte Chips für den Filmabend. Klingt lustig.
Lass uns ein paar Chips holen. Vergessen Sie nicht die Salsa-Soße. Verstanden, Mary. Salsa-Soße ist ein Muss. Michael, hast du diese neue Müsli-Marke ausprobiert? Nein. Ist es in Ordnung? Ja. Es ist lecker und gesund. Dann werde ich es versuchen. Was ist mit Getränken, Michael? Ich nehme etwas Orangensaft und Wasser. Ich brauche etwas Eistee und Limonade. Vergessen wir nicht den Kaffee. Oh, richtig. Ohne kann ich den Tag nicht beginnen. Ich auch nicht, Mary. Michael, brauchst du etwas aus dem Tiefkühlbereich? Vielleicht etwas Tiefkühlpizza für ein schnelles Abendessen. Gute Wahl. Zum Nachtisch esse ich etwas Eis. Perfekt. Eis ist meine Schwäche. Ich auch. Michael. Mary, lass uns jetzt zum Tresor gehen. Ich gebe zu. Wir haben alles, was wir brauchen. Es war schön, zusammen einzukaufen, Mary. Ja, das war es, Michael. Das sollten wir öfter machen. Auf jeden Fall, Maria. Seien Sie vorsichtig. Du auch, Michael. Tschüss.